Househacking. In diesem Video erkläre ich dir, was es mit dem Begriff Househacking auf sich hat und warum das eine ideale Strategie ist, um damit eine regelrechte Sammlung an Immobilien zu beginnen. Let's get into it. The Lucas Show, auf meinem Kanal hier geht es um US-Immobilien und um Investieren hier in den USA. Bei Fernsehkanälen wie zum Beispiel Home und Garden TV, also HGTV und anderen, da werfen sie meistens mit Begriffen um sich. Und da habe ich vor kurzem auch Househacking gelesen und jede Menge Fragen dazu bekommen. Was ist Househacking? Warum das weder illegal noch nur was für Nerds ist, darum geht es in diesem Video. Ein Househack klingt erstmal wild, ist aber eigentlich nur eine tolle Strategie für Immobilieninvestitionen. Und das heißt eigentlich auch nur, dass man staatlich gefördert ein Objekt kauft und selbst darin wohnt. Househacking ist eine großartige Möglichkeit, um Immobilien zu finanzieren, aber auch gleichzeitig damit Einkommen zu generieren. Und das kann man machen, indem man ein Haus klar mit einem Kredit kauft. Was braucht es, um einen Kredit zu bekommen? Kreditwürdigkeit. Zum Thema Kreditwürdigkeit habe ich schon einige Videos gemacht. In einem Fall geht es darum, eine Mieterin zu durchleuchten und ihren Credit Score wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen und herauszufinden, ob diese Bewerberin eine würdige Mieterin ist, anhand ihrer Kreditwürdigkeit, ihrem Credit Score. Wie genau das ablief, siehst du in dem Video, was ich dir jetzt hier oben einblende. Das kannst du dir im Nachgang zu diesem Video einfach nochmal anschauen. Kreditwürdigkeit wird gemessen am Credit Score und das ist wie in Europa auch. Hast du einen guten Score, kriegst du gute Konditionen, guten Zinssatz. Hast du einen schlechten Score, bist du faktisch ein Risiko für die Bank und das muss die Bank mit einpreisen, bevor sie dir Geld gibt. Das heißt, schlechter Credit Score, relativ hoher Zinssatz, wenn du den Kredit überhaupt bekommst. Was ja auch passieren kann, dass du komplett abgelehnt wirst. Die Kreditwürdigkeit hier in den USA ist der Credit Score. Ein hohes Scoring ist so circa über 800, das ist schon hervorragend. Und schlecht ist, naja, so 400, 500, da brauchst du gar nicht bei der Bank anrufen. Da wirst du nicht mal einen Termin kriegen. Ist eben so. Was braucht man neben einem guten Credit Score für einen Kredit hier in den USA noch? Ja, Eigenkapital. Im Normalfall 20%. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr seltene Ausnahmen, dass du auch mal einen Kredit bekommst ohne Eigenkapital. Sehr, sehr selten. Ein Video findest du jetzt hier oben eingeblendet, da haben wir ein Haus gekauft ohne Eigenkapital, aber im Normalfall musst du mindestens 20% mitbringen. 100 oder 110% Finanzierung, das heißt, du kriegst das gesamte Geld von der Bank ohne Eigenkapital, gibt es hier in den USA schon lange nicht mehr. Also 20% ist so der Standard, die musst du mitbringen. Aber eben diese 20% Hürde, das ist genau die Hürde, die meisten Leute, junge Leute zum Beispiel nach der Uni, davon abhält, ein Haus zu kaufen, weil sie diese Downpayments von 20% einfach nicht aufbringen können. Und genau an dem Punkt setzen FHA-Loans, also diese House-Hacking-Kredite, die setzen genau da an. Jetzt habe ich schon wieder einen neuen Fachbegriff reingeworfen, House-Hacking und FHA-Loan. FHA steht nur für Federal Housing Administration, also die Wohnbehörde sozusagen. Federal, das heißt auf Staatsebene, das ist keine Bundesstaatensache, sondern es ist eine Staatssache. So ein FHA-Darlehen ist nichts weiter außer, der Staat garantiert für deinen Kredit. Das hat zur Folge, du brauchst keine 20% Downpayment mitbringen, also keine 20% Anzahlung, sondern die Bank gibt sich mit 3,5% zufrieden. 3,5% Eigenkapital und damit kannst du ein Haus kaufen. Die Bank sichert sich aber natürlich nochmal ab, weil die wollen im Mindestfall 20% haben. Das heißt, den Differenzbetrag, den wollen sie von dir als Kreditnehmer nochmal als monatliche Versicherung, Kreditausfallversicherung, zurückhaben. Das heißt, deine Rate wird ein bisschen höher, aber es reicht, 3,5% auf einmal aufzubringen, um diesen Kredit zu erhalten und damit Househacking zu starten. Klar kannst du auch ohne dieses FHA-Loan Househacken. Machen wir das Ganze an zwei Beispielen fest. Househacking mit einer Wohnung. Househacking ist nichts weiter, außer du vermietest Teile der Wohnung unter. Nehmen wir ein Fallbeispiel. Du wohnst in einer Wohnung in Philadelphia in der Stadt. Die Wohnung hat 4 Schlafzimmer und 4 Bäder, je nachdem. Und du bewohnst ein Zimmer. Die anderen 3 Zimmer dieser Wohnung, die vermietest du an Freunde, Bekannte oder irgendwelche anderen Leute einfach weiter. Sagen wir, das Haus, die Wohnung in dem Fall, kostet $400.000. Für diese $400.000 musst du mit einem FHA-Loan 3,5% Eigenkapital mitbringen. In diesem Fall sind das $14.000. Du fängst mit $14.000 an und kaufst diese Wohnung, vermietest einen Teil der Zimmer unter und kriegst somit deine monatliche Rate, Versicherung, Steuern und mindestens ein bisschen Taschengeld von deinen Mitbewohnern wieder rein. Das wäre der Fall für eine Wohnung. Das Ganze funktioniert natürlich auch für ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus. Das heißt, du wohnst in der linken Hälfte vom Haus und die rechte vermietest du. Das Ganze funktioniert auch für ein Dreifamilienhaus
oder gar ein Vierfamilienhaus. Wo funktioniert das Ganze nicht mehr? Bei einem Fünffamilienhaus. Das heißt, wenn 5 Parteien 5 Wohnungen in diesem Haus sind, dann sagt die Bank, das ist kein FHA-Loan mehr, dafür geben sie dir das nicht. Da musst du dann einen Commercial-Loan aufnehmen, weil dann sagen sie, das ist ganz klar ein Business. So, jetzt hast du die Wohnung gekauft oder eben ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Dreifamilienhaus oder ein Vierfamilienhaus. Und jetzt ist die Bedingung für das FHA-Loan, du musst mindestens ein Jahr in diesem Haus wohnen. Gut, und was ist nach diesem Jahr? Ja, dann machst du das Ganze nochmal. Das heißt, du bist nach diesem Jahr FHA wieder fähig, ein neues FHA-Loan aufzunehmen. Das heißt, du kannst das ganze Spiel fast endlos treiben und kannst dir jedes Jahr mit 3,5% Downpayment, also Anzahlung, immer wieder ein neues Objekt kaufen mit bis zu 4 Units, also 4 Wohnungen drin. Ist doch ein cooler Deal, oder? Kleines Rechenbeispiel. Wenn du 5 Jahre lang Haus hackst von Jahr zu Jahr, dann kannst du im besten Fall nach 5 Jahren mit 20 Wohnungen dastehen, weil jedes Jahr maximal 4 Wohnungen, easy peasy, in 5 Jahren 20 Wohnungen. Und so kannst du anfangen, dir ein Immobilienportfolio staatlich besichert mit 3,5% Eigenkapital aufzubauen. Eigentlich ein No-Brainer, oder? Würdest du sowas machen? Schreib mir das mal in die Kommentare unter das Video. Vorteile vom Househacking, ganz klar, du reduzierst deine Wohnkosten. Du baust dein eigenes Immobilienportfolio damit auf, wenn du es jedes Jahr nochmal neu durchziehst. Und du steigerst deinen Cashflow aus Vermietung, weil jedes Jahr steigen die Mieten. Logisch, oder? Ach ja, die Wertsteigerung und die Steuervorteile von diesen Objekten, die rechnen wir mal nicht mit ein, aber du merkst, es geht in die Richtung, die Nummer funktioniert. Nachteile des Househackings, du musst mindestens ein Jahr da selber wohnen bzw. gemeldet sein. Weiterer Nachteil, wenn du das mit einer Wohnung machst, das heißt, du Zimmer vermietest, untervermietest, dann brauchst du ein hohes Maß an WG-Tauglichkeit. Weil das ist nicht jedermanns Sache, sein Bad oder die Küche oder was auch immer mit anderen Leuten zu teilen, falls die Wohnung das nicht hergibt, dass jeder sein eigenes Badezimmer hat. Tja, also WG-Tauglichkeit steht da auch ganz oben. Ist das was für dich? Schreib mir das mal in die Kommentare. WG-tauglich, ja oder nein? Ein weiterer Nachteil sind die Kreditausfallversicherungen. Also wie eingangs erwähnt, die Bank lässt sich das Risiko von 3,5% bis 20% Eigenkapital mit einer Kreditausfallversicherung kompensieren, die du bezahlst. Natürlich wirst du als Unternehmer oder Investor oder Haushacker diese Kosten, die du da hast, diese Mehrkosten an deine Mieter, an deine Untermieter weitergeben. Andernfalls trägt sich der Business Case nicht. Das sollte aber auf jeden Fall drin sein. Hast du auch mal andere Begriffe zu US-Immobilien bei HGTV und Co. gehört, die du mal erklärt haben möchtest? Die schreibst du mir am besten mal in die Kommentare unter das Video. Wenn die spannend sind, gibt es dazu auf jeden Fall ein Video. Long story short, Househacking ist nichts weiter als ein vom Staat besicherter Kredit, bei dem du 3,5% Eigenkapital mitbringen musst, um ein FHA-Loan zu bekommen. Du musst mindestens ein Jahr im Objekt wohnen und danach kannst du das Ganze wiederholen mit maximal 4 Einheiten pro Objekt pro Jahr. That's basically it. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lässt mir auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.